Ladies and Gentlemen, Madames et Messieurs, verehrtes Publikum, willkommen zur größten Podcast-Zirkus-Show. Das ist Chaos für Anfänger, Staffel 3. Und nun Manege frei für Like Jerry und Noah Bibel. Hallihallo, meine Liebe! Was geht ab, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chaos für Anfänger, jetzt mal ehrlich. Oh Junge, so synchron waren wir noch nie. Noch nie, ne? Ja, wieder nie gemacht. Richtige Profis. Das heißt, wir überlegen, Synchronschwimmen zu machen. Ballett gibt's auch, oder? Ja. Es gibt auch so synchron. Ballett? Nein, so, also so, es gibt ja einmal Synchronschwimmen und dann gibt's auch dieses Ästhetisch. Ist es das gleiche? Ich weiß gar nicht, was du meinst gerade. Synchron, was denn? Naja, schön, dass ihr da seid, ne? Alles gut bei euch? Wie ihr seht ihr einen Zirkus. Wir haben unseren eigenen Zirkus gebaut. Und es ist auch unsere allererste Einzelfolge tatsächlich. Also das erste Mal, dass ihr uns beide mal wieder hier ganz alleine am Tisch sitzen habt, ohne einen Gast. Ja, und wir lieben das auch tatsächlich. Wir lieben das, weil das ist so ein bisschen, es ist ja auch unseres. Und das ist so, man kann ja ehrlich sein, in den Gastfolgen geht es immer oft so um den Gast. Oh. Ja, aber es ist so, ich mag das einfach, wenn wir hier sitzen und dann ich mag das auch lieber. Sagst du mir, ob du gestern einen schönen Tag hattest oder nicht und ich sag dir, ob ich auch einen tollen Tag hatte oder nicht. Ich mag das, das kommt ein bisschen zu kurz in den anderen Folgen. Und ja, ich glaube auch, das war manchmal Kritik von den Leuten, also nicht Kritik, sondern die haben das gesagt, dass sie sich wünschen würden in den Gastfolgen. Ist ja eine Kritik ist ja auch gut. Also das ist ja was, wo man auch dran arbeiten kann, nur wir scheißen meistens. Okay, warte, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Also, aber das ist nicht so schlimm, Leute, weil der Boden ist ja auch, war noch vorher voller Eselkacke. Ah, Entschuldigung. Sorry, da bin ich wieder. Wir lieben die Einzelfolgen. Die sind einfach süß, das sind so viel gute Folgen und ich mag die gerne, weil man einfach auch mal so drüber redet. Und Sachen manchmal finde ich einfach nochmal so, also wenn man einfach nochmal drüber spricht, dass man sonst im Privatleben einfach so dann, ja okay, das ist halt normal oder so, aber man spricht einfach nochmal drüber und das finde ich immer, hat so einen eigenen Vibe einfach. Und das ist ja so ein bisschen die Entstehung von unserem Podcast. Ja, also das, was wir jetzt tun in den Einzelfolgen, ist eigentlich die Grundidee von dem, warum wir den Podcast eigentlich ins Leben gerufen haben. Und ich will mal ganz kurz sagen, wir haben den mal ins Leben gerufen mit einer cozy Stimme und einer Couch. Und jetzt steht hier eine Kasse vor dem Zirkus, hier steht ein Artisteneingang, hinter mir steht ein Marktstand, wo ein Löwe drauf liegt, eine Popcornmaschine. Also und wenn ihr jetzt aufs Abonnieren-Button drückt, dann kommt da auch noch ein Clown raus. Drück mal rauf. Ja, und es hat einfach krasse, Krasse Wellen geschlagen. Ja. Und ich glaube, das Problem bei uns ist, dass wir halt immer noch mehr, also wir wollen jetzt natürlich noch mehr und mehr. Weiter wie ein Tsunami. Gut, dann, tschüss, hat auf jeden Fall Wellen geschlagen. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Wir freuen uns wirklich auch für den ganzen Support jetzt in der dritten Staffel. Es ist echt immer wieder schön anzusehen, wie es euch auch gefällt. Und das ist natürlich toll für uns, weil es ist so ein bisschen eine Bestätigung, ey, ihr macht nicht alles scheiße im Leben. Ja, mir ist letztes Mal beide immer eingefallen, wir machen das fast, also noch nicht ganz 2 Jahre, aber wir haben 2022 angefangen im Oktober. Echt? Ja. Ey, wir haben 23 im Januar angefangen. Mhm. 23 Januar haben wir die letzte Folge rausgehauen. Ach krass. Ja, also wir gehen quasi jetzt ins zweite Jahr schon. Wir gehen schon ins zweite Jahr Chaos für Anfänger? Das ist mir letztens eingefallen, ist so WTF, das kann gar nicht sein. Stimmt mal bitte ganz kurz ab, das ist, ne, irgendwie das interessiert mich, oder schreibt bei YouTube in die Kommentare. Würdet ihr euch wünschen, dass jetzt Chaos für Anfänger auf jeden Fall dann immer einen fließenden Übergang hat? Oder findet ihr es toll, dass wir manchmal 3-4 Monate weg sind? Stimmt auf jeden Fall einfach mal ab bei Spotify. Unser Plan ist natürlich jetzt welcher? Natürlich in einem fließenden, wellenförmigen Übergang. Wie ein Tsunami. Jetzt mal wieder auch mal ein bisschen, ne, jeden Tag was rauszuhauen. Jede Woche, dass man nicht warten muss, weil das nervt uns auch, wenn da nichts kommt, einfach weil das ja auch einfach ein Projekt, was wir mit Herzen gerne machen und so. Und wenn da einfach manchmal die Zeit einfach, oder ist nicht immer die Zeit, die da einen reinspielt oder ein Kreuz durch die Rechnung macht, sondern auch ganz oft sind das einfach auch so Verträge und Sachen einfach, die einfach nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und deswegen kam halt einfach dann auch nichts. Aber jetzt ist unser Ziel, weiterzumachen und einfach nicht aufzuhören. Wie sind wir denn auf die Idee gekommen eigentlich, dass wir jetzt in einem Zirkus sitzen? Das musst du mir sagen. Du hast die, glaube ich, du hast ich glaube, ich hatte Zirkus, du hast ne? damit angefangen. Also das war so ich war nämlich zuerst gegen Zirkus. Warum eigentlich? Nicht, weil ich es nicht cool fand, aber ich hatte mir was, war das eine andere Idee? Kannst du nicht sagen. Wir hatten eine andere, und die fand ich so cool, dass ich daran festgehalten habe die ganze Zeit. Aber das ging noch nicht oder ging nicht. Und dann habe ich mir bei jemand ganz schnell angefreundet und so. Es kam aus Jerrys Feder, die Chaos-Idee. Das Ding ist halt auch, dass es dann so ein bisschen, also
worüber wir auch schon mal gesprochen haben, ist, es ist ja einfach so unser USP, also woran man jetzt einfach unser Podcast mit erkennt und sagt, boah, wie geil das ist bei denen, ist einfach, dass wir, wir das machen, was wir jetzt machen. Und jetzt auf einmal haben wir die Idee gehabt, okay, guck mal, wir wollen jetzt einfach einen Zirkus in ein Studio bauen. Beim letzten Mal war es noch ein Klassenzimmer, wo zwei Tische waren und es auch schon mehr Aufwand war, aber jetzt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles hintersteckt. Und da wollen wir einfach jetzt mal mit euch drüber reden, ja, weil es ist, glaube ich, es ist natürlich schön und unser Ziel ist es natürlich auch, dass ihr gar nicht mitbekommt, wie viel Arbeit wir damit haben, was das für eine Anstrengung ist, was für Verträge und natürlich auch Geld. So, wenn ich euch jetzt sage, dieser ganze Zirkus mit allem Pipapo sind auf jeden Fall 20.000 Euro gewesen, die wir halt investieren, um dass das hier kommt, wie wir es machen können. Wir haben 20.000 Euro ausgegeben, nur dass das hier quasi nur so steht. Und da ist noch, haben wir noch nicht für gearbeitet, also nicht, da ist noch nichts aufgenommen, da ist noch nichts gedreht, da ist noch nichts geschnitten worden, was dann nochmal danach im Anschluss kommt. Also das wollen wir auch eigentlich gar nicht, dass ihr das mitbekommt, weil ihr sollt es einfach nur genießen, ihr sollt es anhören und denken, oh geil, die Süßen, was haben die da schon wieder gemacht für eine Folge? Aber es ist Arbeit. Es ist wirklich, und das ist wirklich nicht, da reichen nicht zwei Hände, auch nicht vier und auch nicht sechs, da brauchen wir 18 Hände manchmal. Ja, das ist ein Team. Und wir schaffen es trotzdem mit sechs Händen. Und das bin ich irgendwie auch ganz stolz, dass wir das auch trotzdem alleine hinbekommen, ohne so ein Riesenteam hinter uns quasi zu haben. Sagen wir acht. Acht Hände. Ja, acht. Acht Hände haben wir. Und zwei in der Luft. Ja. Es ist einfach, ich bin einfach stolz darauf. Wir haben zum Beispiel eben gerade auf Instagram die Story hochgeladen, wo wir unser Intro gespielt haben, was ihr jedes Mal vor der Folge hört. Und das ist gerade noch entstanden. Und das ist einfach, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe einfach so ein unfassbares Lächeln im Gesicht, wenn ich dieses Intro höre und dann höre ich No Bibbles, dann höre ich Like Jerry. Und dann kommen wir da auch in dem Video, kommen wir da halt so vom Vorhang vor und so. Das ist dann einfach, ich weiß nicht, mich macht es einfach richtig glücklich, weil aus dieser Idee, wo wir zu Hause auf der Couch sitzen und sagen, okay, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen einen Zirkus bis zu, wir sitzen jetzt hier, nehmen es auf und ihr hört es jetzt zu Hause, ist so ein Riesenweg, ja, aber das ist geil und am Ende des Tages ist das auch unser Job. Und das ist einfach so, überleg dir das mal, vor keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren bin ich in die Schule reingelaufen und bin rausgelaufen und dachte mir so, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll in meinem Leben. So irgendwie, ich habe meine Passion, ich habe meinen Spaß mit Dingen, aber ich weiß nie, ob ich damit Geld verdienen kann. Und ich weiß nie, die Leute sagen, hey, was machst du da für eine Scheiße im Internet? Ist das wirklich das Richtige? Ja, und jetzt sitzen wir hier und wir können sagen, ja, es ist das Richtige, was wir machen wollten. Ich finde das verrückt, dass du an dem Ganzen ist auch immer, wenn du dir etwas im Kopf vorstellen kannst, das ist immer, man sagt immer, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kann man das auch erreichen. Und das ist, finde ich, so ein kleines Ding, dieses, du hast bis hier und hast, wir haben nur über, okay, es könnte so aussehen. Und dann steht das, was in deinem Kopf einfach nur eine Idee war, vor einem. Das finde ich das Verrückte eigentlich. Du sitzt da dran und denkst so, du kannst es anfassen, denkst so, wow, du bist wirklich hier, wir haben das wirklich gebaut einfach mit eigenen Händen, weißt du? Das finde ich das Krasseste, finde ich immer vom Gefühl her an dem Ganzen, weil du so aus dem Nichts irgendwas ganz Neues entsteht. Muss ich sagen. Ja, und wir können es ja auch tatsächlich auch mal sagen. Ihr erkennt es ja wahrscheinlich auch schon, hinter mir seht ihr jetzt Pizza Hut, hinter Noah seht ihr Bruno Banani Werbung. Und wir tragen natürlich auch die Sachen von Uniqlo, die von Anfang an schon Partner im Podcast sind. Und das ist auch eine Sache, die wir in unserer Sache, wie wir unser Podcast machen, die brauchen wir einfach. Und wir sind unfassbar stolz, dass wir solche Partner haben. Ja, dass wir sagen können, ihr müsst euch mal vorstellen, dass diese Partner, 3 Stück an der Zahl, bei uns im Podcast mit dabei sind, weil die sagen, ey, wir finden es cool, wir finden die Idee cool, wir finden euch cool. Und da sitzen wir dann auch zu Hause. Also ehrlich, wir können es auch manchmal gar nicht realisieren, dass das so ist. Manchmal liegen uns da Verträge vor mit Summen und wir denken uns so, oh, Leute, ja, natürlich, ja, unterschreibe ich das jetzt bei euch. Aber du denkst manchmal so, du bist auch so ein kleiner Junge und denkst so, okay, ich habe das mal aus Spaß angefangen und sitze jetzt hier und unterschreibst Verträge und denkst dir, Alter, we made it. Und das ist nur der Anfang von dem, das finden wir jetzt schon krank, weißt du? Ja. Was soll denn in 10 Jahren sein? Das ist ja verrückt. Und dass wir solche Partner haben, vor allem mit dem wir sind immer so ein Typ, also wir beide, wir arbeiten gerne mit jemandem länger zusammen, also generell einfach, weil wir so dieses Gefühl mögen, einfach mit jemandem so cool zu sein, aber ob es auch der Partner ist oder generell einfach, weil wir so das Gefühl haben, dass man einfach besser zusammenarbeiten kann und vor allem eine langfristige Zusammenarbeit quasi erzielt, was einfach schöner ist. Also das gibt ein einfaches Feeling. Uniqlo zum Beispiel, darf ich den Namen sagen? Wenn nicht, dann piepen wir ihn. Ja, Uniqlo zum Beispiel, Emily ist das einer, wirklich die, von Tag 1, als nur die reine Idee entstand, wirklich, die stand direkt hinter uns, sofort. Ja, ist einfach dabei und jetzt ist sie immer noch mit dabei, weil sie uns einfach so lieb hat und unser Projekt so liebt und wir lieben sie auch über alles und das ist einfach so schön einfach, finde ich. Ja, aber es ist schade, dass sie tatsächlich diesmal nicht dabei war. Ja. Also, dass sie nicht vor Ort war, weil sie in Tokio war. Ja, die Maus hat auch das Jet-Set-Leben durchgespielt. Wirklich, von Tokio nach wo ist sie hingeflogen? Nach London, Paris. Und jetzt ist sie gerade schon wieder irgendwo. Es ist einfach, was Noah, glaube ich, damit sagen wollte, ist,
wir haben Freundschaften, es sind einfach Freundschaften entstanden und das sind, ich glaube, wenn ihr mich und Noah jetzt schon besser kennt, das ist uns einfach unfassbar wichtig. Ja. Klar kann man Partner, man geht zur, zum Beispiel zur, keine Ahnung, zur Bank und da steht ein Bankberater und mit dem musst du jetzt nicht befreundet sein, ne, ist klar, muss er jetzt nicht sein. Aber wenn es so wäre, macht, ich verspreche euch, das ist ein Tipp jetzt von uns, ich kann sagen von uns, ein Tipp von uns ist es, macht euch mit den Leuten, mit denen ihr euch umgebt und mit denen ihr arbeiten müsst, nicht zu Feinden, das ist totaler Quatsch, sondern natürlich gibt's mal Sachen, die mich auch bei Noah stören und andersrum stören auch Sachen Noah, die ich kacke mache oder sowas. Aber probiert doch, und das meine ich jetzt auch, wenn ihr in der Schule seid, mit den Lehrern, ich sag euch ganz ehrlich, ich war mit jedem Lehrer bester Freund. Das ist doch, das muss das, das also probiert's doch einfach. Wenn's nicht klappt, okay. Aber es ist einfach eine schöne Sache, weil du fühlst dich auch besser, wenn du klar, es gibt Leute, die magst du nicht, dann ist es so, wirst du nie mögen. Aber wenn ich irgendwann so eine Herzensverbindung, wie jetzt zum Beispiel auch zu den Partnern, die wir haben, ich weiß nicht, ob wir wirklich die Namen nennen können oder nicht, jetzt von den Namen her, die da arbeiten, aber das ist einfach, ich freue mich richtig, wenn wir die sehen, wenn die vorbeikommen, wenn also, die hier sind, wenn wir mit denen telefonieren, wenn wir wieder wissen, es kommt ein neues Projekt. Das ist einfach was Schönes, weil wenn da so Freundschaften entstehen, dann arbeitet man einfach auch viel lieber miteinander zusammen. Ja, weil die Arbeit fällt auch. Also dann finde ich, ist es keine Arbeit mehr, weißt du? Das ist halt so, wir machen was mit Freunden so, obwohl das eigentlich halt der Job ist von uns, dann das zu tun. Aber es fällt einfacher, weil so das Gefühl, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den du magst, das fällt einfach alles leichter. Das ist wie, wenn du so einen Arbeitskollegen hast oder in der Schule einen Sitznachbarn. Wenn der nicht in der Schule war und du liebst ihn über alles, dann bist du halt auch krank. Dann gehst du auch nach Hause. Meinst du vielleicht auch, das liegt aber auch ein bisschen an uns? Nee. Das ist einfach, weil wir so sind. Ich glaube, weil wir einfach so eine emotionale und empathische Menschen sind, dass wir vielleicht dann nochmal anderes haben. Und wir auch manchmal vergessen, was für einen Impact wir auf Leute haben können. Einfach nur, dass wir da sind. Ja. Das vergessen wir halt ganz oft. Ja. Dass wir so, wir sind super gut im Kleinreden. Also das, vor allem die zwei, die hier am Tisch sitzen. Also wir sind da super drin. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, was für Personen wir sind einfach. Weil wir einfach so mit den Leuten dann umgehen einfach. Aber ich glaube schon, dass wenn man generell einfach mal ein bisschen positiver das so nehmen würde, nicht jeden als Feind oder als Konkurrent sieht, das ist schon viel einfacher, glaube ich, geht. Egal, ob in dem Bereich, in dem wir arbeiten oder generell im Leben einfach. Das habe ich doch gehabt. Ich habe auf meinem Glückskeks, hatte ich zu stehen, wenn du es schaffst, den Kampf gegen den Ärger zu gewinnen, wird dein Leben freundlicher. Ja. Und das ist einfach so. Ja. Probier einfach die Sachen nicht immer so mit Ärger zu verbinden oder diese negativen Dinge rauszuziehen, sondern wenn du diesen Schritt überwunden hast, ist es einfach einfacher. Es ist, verdammt doch mal, einfacher durchs Leben zu laufen. Ja. Und das, ja, und ich glaube, um das rund zu machen, jetzt sitzen wir halt hier in unserer Manege und haben uns einfach einen Traum erfüllt. Also ich persönlich, ich habe mir einfach einen Traum erfüllt. Ich habe damals Zirkus geliebt. Ich bin einfach unfassbar gerne mit meiner Familie in den Zirkus gegangen, weil es einfach eine schöne Zeit war. Wirklich eine unfassbar schöne Zeit, die ich mit meiner Familie hatte. Und meine Eltern haben sich wirklich immer den Arsch aufgerissen für die Kinder. Und wir wissen ganz genau, Zirkus war auch nie immer der billigste, ne? Wenn du Eintritt, Popcorn, Spielzeug, so, das war ein teurer Ausflug so. Aber ich hab das dann auch genossen und geliebt. Und deswegen bin ich einfach so unfassbar stolz, jetzt hier einfach in unserer eigenen Manege zu sitzen. Und wir können sagen, ja, guck mal, komm rein in die Manege. Komm, setz dich doch hin. Das ist wie so ein eigenes Kind ist, finde ich immer. Wenn so Gäste von uns reinkommen, die ja auch hier, ne? Die einige waren schon hier und einige kommen noch. Wenn wir die so reinfinden, so die Tür so. Und die gucken so, okay. Und schauen mal links und die so, oh, wow. Und wenn die sagen, wow, das sieht so geil aus, was habt ihr gemacht? Ihr habt so viel Mühe gegeben, Liebe zum Detail, das finde ich, macht das Herz nochmal so, lass es nochmal so kurz hüpfen einfach. Ja. Und ich so, ah, nicht nur wir finden das geil, was ja die Hauptsache ist eigentlich und das Wichtigste. Aber wenn jemand Fremdes nochmal kommt von außerhalb und sagt so, boah, Jungs, ihr habt richtig krasse Arbeit geleistet, das ist nochmal so ein, ah, ja, haben wir wirklich. Ja, ist auch so. Ich glaube, wir können. Also, großes Dankeschön einfach mal an unsere Partner, dass ihr das möglich gemacht habt. Und auch ein großes Dankeschön an das Team, auch an Flotschi, der unfassbar viel jetzt auch wieder in dieser Zeit gearbeitet hat. Ja. Und auch an Dennis ein großes Dankeschön. Und auch an uns. Ja. Ja, ist so. Ja. So, weißt du, das ist einfach... das kommt aber, finde ich, zu kurz ein bisschen. Danke sagen ist irgendwie viel zu selbstverständlich, dass mal Sachen einfach so passieren, wie sie passieren. Aber wir sagen wirklich viel zu selten Danke im Leben, finde ich. Zu uns selbst oder zu anderen? Zu uns selbst. Deswegen sage ich ja, Schulter. Ja. So, das ist, man muss auch mal Danke sagen. Danke, dass du durchhältst. Manchmal ist halt alles nicht rosig. Und manchmal ist alles auch nicht so cool. Manchmal hat man schlechte Tage. Und manchmal ist halt einfach nichts. Fickt euch alle heute, weißt du? Hast du jeden Tag. Aber dann denkst du, okay, morgen ist wieder besser. Und dann hast du halt morgen eine Manege. Und übermorgen haben wir halt dann einen eigenen Swimmingpool. Ja.
Wir haben unser eigenes Swimmingpool. Abracadabra, Semsalabim! Überraschung, es ist ein Hase drin. Und du? Was willst du denn? Was denn? Das ist genau neben dir. Ich mach dir einen Zaubertrick. Dann musst du auch nicht immer jemanden. Okay, ich guck weg. Schaut man anderen Leuten in den Hut? Nein. Ja, naja, nicht nur einen Hut. Bäm. Das habe ich dir eigentlich ja gezaubert. Bruder Banani Bummen von Deutschlands Parfümmarke Nummer 1. Für die Mama. Willst du mal riechen? Sag mal, riech mal. Also fühlt sich orangig. Das ist richtig, richtig geil, ne? Ich glaube, das ist Lieblingsparfüm von Mama. Mhm. Aber Mama, ja. Simsalabim. Zu meiner Mama. Toll. Zu einem richtig guten Zirkus gehört richtig gutes Essen. Und deswegen ist Pizza Hut bei uns in der kunterbunten Chaos für Anfänger Manege. Und nicht nur bei uns Manege gibt's Pizza, sondern auch bei euch zu Hause kann es Pizza geben, wenn ihr euch vor jeder Podcast-Folge auch mal ein Stück Pizza nach Hause bestellt. Deswegen Schlag zu und Pizza Hut. Ganz großes Dankeschön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind sehr stolz darauf, dass ihr in der kunterbunten Chaos für Anfänger Manege seid. Und jetzt heißt es, weiter geht's. Hast du jetzt nochmal dein Bläschen entleert? Ich hab nochmal alles rausgelassen, was noch drin war. Ich wollte heute, Fun Fact, Leute, dreimal auf Klo, schon groß. Wirklich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist stolz auf wir dich. Wir haben gestern auch nochmal ein Doppel-Fun Fact. Wir haben gestern so eine Flasche Immunshot getrunken. Man kennt diese Ingwer-Shots, die man trinkt, wenn man krank ist. Aber es gab so eine ganz große Flasche davon und wir dachten, das wäre ein großer Shot einfach für große, starke Jungs. Und Jerry und ich haben diesen Shot angesetzt. Das waren wirklich, glaube ich, 250 Milliliter und kippten den da hinten weg. Und ich war so, boah, geil, Alter, voll healthy, alle Viren sind weg. Am Arsch hängt der Hammer, das waren 5 Shots! 5 Shots in einer Flasche! Ich drehe so die Flasche um und ich sag so, Noah, da steht 5 Shots drauf. Wir werden ich sterben. Glaube, das ist gemeint. Wir werden sterben. Wenn keine Folge mehr kommt, dann wisst ihr Bescheid. Ich weiß ganz genau, wie ich da verklage. Wir sagen keine Namen. Nee. Das ist der nächste Mal Sponsor vom Podcast. Okay, pass auf, lass uns doch ein bisschen jetzt, wir haben uns ein Thema auf die Fahne geschrieben, weil wir einfach sehr, sehr gerne, wie wir schon gesagt haben, das ist unser Safe Space hier, so ein bisschen ins Deepere gehen und das vielleicht ansprechen, was wir gesagt haben. Wir haben jetzt das erste Mal, also Noah und ich, so den Zeitraum gehabt, dass wir das erste Mal voneinander getrennt waren über einen längeren Zeitraum. Also es war über einen Monat lang, haben wir uns nicht gesehen und auch nicht gehört. Und ich glaube, das war für uns beide die schwierigste Zeit, die wir so miteinander hatten. So, weil es einfach, weil wir sonst 24/7 aufeinander gechillt haben. Wie gesagt, er wohnt ja eine Etage über mir, ich wohne eine Etage darunter. Und wir sind auch die Person, die jetzt nicht immer alles auf Social Media teilen, wenn wir uns sehen, weil sonst würdet ihr 24/7, hättet ihr wahrscheinlich Stories von uns gesehen, wie wir miteinander chillen. Aber wir haben auf jeden Fall wie eine WG gelebt. So. Und dann war es von heute auf morgen war er ja weg bei. Bei Kampf der Reality Stars. Und, mein Traum war immer ins Fernsehen zu kommen und war immer in so eine TV-Show zu gehen. Und den Traum habe ich mir erfüllt einfach. Und ich weiß auch, da erzähle ich nachher nochmal später in Ruhe alles genau zu. Ja. Aber ja, und da hast du halt kein Telefon. Und wir haben halt einfach einen Monat weder uns gesehen noch gehört. Und ich war auch über Jerrys Geburtstag quasi auch weg. Und normalerweise nehme ich mir das so ein bisschen in die Hand und schaue mal beim Geburtstag, was abgeht. Und wir laden wir noch geheim ein oder so. Aber ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht mal gratulieren. Ich konnte nichts tun. Und das war auch für mich das allererste Mal, dass ich sage, okay, ich bin nicht nur von meiner Familie weg, sondern einfach auch von der Person, mit der ich seit 3 Jahren 24/7 meines Lebens eigentlich verbringe, so ungefähr. Es war schon sehr, ganz komisch und auch sehr, hat sehr weh getan, wenn ich ehrlich bin. Also, wir machen jetzt den Talk, wir schaffen schon ohne Wein, ne? Kriegen wir hin, ja. Es war einfach. Also ich sag ganz ehrlich, jetzt für mich vom Gefühl her war es so, er war weg. Und dann ist ja immer so, man realisiert es erstmal nicht, so ist weg, ja gut, kommt halt morgen eh wieder. So. Und dann hat man irgendwann gemerkt, so nee, der ist ja jetzt halt wirklich weg. Also der ist ja weg. Auf dem gefühlt anderen Äquator ist der irgendwo auf der Welt unterwegs und du hörst dann halt einfach nichts mehr von dem. Und für mich war das schon so, und ich glaube, das ist das, ich will nicht sagen Problem, weil Problem hört sich immer so negativ behaftet an, aber das ist so der größte Fakt, den wir haben, dass wir viel aufeinander aufbauen. Also wenn Noah jetzt zum Beispiel sagt, hey, lass uns so und so machen, sage ich, ja, okay. Wenn ich sage, lass das so und so machen, dann sagt Noah, ja, okay, passt. Also wir haben immer sehr, sehr krass darauf geachtet, was der andere macht und sagt und haben dann immer zusammen entschieden, diese Dinge so. Und auch so ein bisschen ist man dann auch, sage ich mal, hat man sich verloren, was man selbst eigentlich will. Wo will man selbst eigentlich hin? Was hat man denn eigentlich selber für Ziele? Verfolge ich überhaupt diese, ne, zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Noah macht unfassbar viel TikTok. Ich mache auch TikTok, mir macht es auch Spaß, aber das ist überhaupt nicht die Plattform, die ich zielstrebig in meinem Leben anstrebe, sondern es ist YouTube. Ich weiß aber zum Beispiel, dass Noah mir bei YouTube-Videos immer hilft, aber er die Plattform nicht wirklich fühlt. So, weil es ist was ganz anderes. YouTube ist einfach was ganz anderes
als TikTok. Und so haben wir jetzt echt mehrere Monate gelebt und dann ist es irgendwann so ein Punkt so, wo ich dann auch nachgedacht habe, oh, sollte ich vielleicht auch einfach nur TikTok machen? So, es ist ja vielleicht einfacher, geht schneller, irgendwie ist da das Wachstum auch schneller, aber eigentlich ist meine Passion YouTube und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe mich da in dem Punkt riesig verloren, also riesig verloren, weil das so irgendwann so ist, du willst ja auch nicht, wenn du weißt, die Person hat zwar Spaß mit mir YouTube-Videos zu drehen oder halb Spaß, wenn ich ihn pranke, aber es ist einfach so, du willst ja dann auch nicht 24/7 ihn mit einem Thema beschäftigen, wenn er vielleicht nicht so viel Lust darauf hat. Andersrum mit TikTok bei ihm, er weiß, ich habe Spaß, wenn ich mit ihm TikTok-Tänze mache, aber ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause in meiner Wohnung sage, ich mache jetzt einen TikTok-Tanz. So. Und ich glaube, dass wir uns da sehr auf die andere Person eingelassen haben und nicht mehr das verfolgt haben, was wir selber wollen. Ja, so einer Freundschaft gehört ja auch, also Abstriche zu machen. Also nicht mal Abstriche, würde ich sagen, aber Kompromisse einfach einzugehen. Also vor allem in was für einer, ich will mal sagen, extremen Situation wir das ja auch betreiben. Wir sind ja wirklich, wir wohnen ja übereinander, wir kochen zusammen. Weißt du, das ist ja einfach wie eine WG, wie du es eben schon gesagt hast. Und dann geht man einfach Kompromisse ein, um den anderen quasi zu helfen in seiner Schiene. Und wenn Jerry sagt, hey, wir machen ein YouTube-Video, ich brauche da deine Hilfe, wenn ich, keine Ahnung, wir müssen eine Ente fangen, dann sage ich, ja, okay, dann gehen wir jetzt morgen eine Ente fangen. Wenn ich sage, Jerry, wir müssen uns bitte morgen aber dann wieder blau und grün anmalen, weil ich muss dann noch ein Video machen, dann malt er sich morgens blau an und ich mich grün, weißt du? Ja. Das ist halt einfach, das macht man halt einfach für den anderen, wenn man den anderen gern hat. Aber für mich war das so, also mein Knackpunkt war, ich wusste, sowas, mein Weg wollte ich immer ins Fernsehen gehen und das habe ich geschafft. Und das war auch wirklich für mich eine der krassesten Erfahrungen wirklich in meinem ganzen Leben, dass ich sagen kann, ich bin als nur TikToker, der quasi einfach nur seine Videos gemacht hat, so in einer TV-Show, die einfach Primetime bei RTL 2 läuft, das ist für mich so einer der verrücktesten Gefühle, die ich in meinem Leben haben kann irgendwie, ist aus meinem kleinen Dorf rausgeschafft zu haben und dann einfach jetzt im Fernsehen zu sein, weißt du? Und das war immer mein Traum und das ist auch weiterhin mein Anstreben. Aber ich wusste zum Beispiel, dass das gar nicht die Welt ist von Jerry, weißt du, dieses Reality-TV zum Beispiel. Ja, deswegen habe ich einfach, das war auch für mich das allererste Mal und somit war auch das erste große Mal für mich, dass ich halt so alleine bin. Und ich bin wirklich ganz alleine nach Thailand geflogen. Und übrigens mal am Flughafen, ich bin der schlimmste Mensch am Flughafen, weil ich weiß nie wohin, ich weiß nie, ob ich einen Security-Check-In machen muss, ich weiß nie, wie ich mein Gepäck abgebe. Und immer wenn Jerry dabei ist, Noah, er Security-Check-In, dann machen wir das, dann rufe ich ihn an. Ich so, wie geht das nochmal, wie checke ich mich nochmal alleine ein? Das sind so Sachen, weißt du, das war halt alles nicht. Ich habe das erste Mal einfach nur ganz alleine was für mich gemacht, was mich voranbringt, für meinen Lebensweg und für meinen Traum einfach mich voranbringt und so. Und dann da einfach nochmal kein Handy zu haben, einfach nur mal zu hören, wie es dem anderen geht, war ich schon sehr schwer, fand ich. Also sehr, sehr schwer. Und vor allem dort vor Ort, es ist ja eine Reality-Show und die Leute sind crazy da. Also wirklich, haben so viele Pappenheimer gehabt, wirklich, wo du einfach denkst, mit den Augen rollst. Und das sind Momente, wo ich dann gerne dann Jerry gehabt hätte, einfach nur um anzuschauen und sagen, du hörst wirklich sowas, weißt du? Das hatte ich nicht. Ich habe halt immer in die Kameras geschaut, immer so gezwinkert oder so gemacht. Ich so, oh mein Gott, für Jerry später mir das anschauen, dass er das sieht, wann ich ihn gebraucht hätte. Aber ich bin, wenn ich ehrlich bin, auch ganz stolz auf mich, weil das habe ich vorher gar nicht gesagt. Zwei Tage vorher habe ich echt Angst gehabt, ob ich das Ganze überhaupt machen möchte. Ich hatte so einen großen Angst, habe überlegt, einfach alles abzublasen. Ich lag in meinem Bett oben und war so, genau, das ist jetzt, habe ich mich vielleicht übernommen, ist es vielleicht doch alles viel zu viel für mich, ist viel zu viel Stress. Und ich habe mir dann zu mir gesagt, Noah, wenn ich jetzt dieses Risiko nicht eingehe und meine Komfortzone verlasse, dann werde ich mir das mein Leben lang in den Arsch kneifen dafür, dass ich es abgesagt habe, so kurzfristig vor allem. Aber ich hätte dich wahrscheinlich auch verfolgt und zum Bahnhof gebracht. Aber ich, es war für mich so, weil ich dachte, Noah, ist es das? Und ich kann euch sagen, die Dinge, wovon ihr im Leben am meisten Angst habt, das sind die Dinge, die euch am meisten nach vorne bringen und am weitesten nach vorne bringen. Weil alles, was ihr in eurer Komfortzone die ganze Zeit macht und tut, das wird euch auch in eurer Komfortzone einfach dann drin lassen. Also ihr werdet nicht rauskommen aus eurer Schneekugel, so wird das immer gesagt, aus der Schneekugel. Ihr müsst Dinge machen, wovor ihr Angst habt, weil das sind die Dinge, die euch wirklich voranbringen, die euch näher zu eure Ziele bringen. Und auch, selbst wenn es ins Negative ist und ihr scheitert, aber ihr kommt einen Schritt weiter voran und habt was gelernt einfach. Das ist so, was ich aus dem ganzen Learning mitgenommen habe für mich. Und vor allem auch, an meinen eigenen Arsch zu denken. Wirklich. Und das nicht mal in einem egoistischen Sinne, sondern einfach in einem, ich kümmere mich um mein eigenes Leben. Also so sehr und so liebig wie Jerry ich habe, weiß ich ja, er hat seinen Kram und ich habe mein Leben und ich muss mein eigenes Leben auch geschissen bekommen und ich kann nicht immer darauf warten oder darauf hoffen, dass wir was zusammen machen oder wir beide eine Entscheidung zusammenfällen, weil wir alleine nicht die Entscheidung fällen wollen, weil sie unangenehm ist vielleicht oder so. Und das werde ich auch tun. Und da bin ich auch eigentlich ganz gut dabei, einfach gerade an mich selber zu denken und zu versuchen, einfach mich selbst voranzubringen und das auf einer gesunden, egoistischen Weise, würde ich sagen.
Ich glaube, um das ein bisschen besser zu beschreiben, also dass der Zuschauer es vielleicht visuell hat. Also es gibt ja so verschiedene Bubbles einfach. Es gibt so TikTok-Bubbles, es gibt YouTube-Bubbles, es gibt dann die Reality-TV-Bubble. Es gibt so verschiedene Bubbles einfach, Schauspiel-Bubble und erst recht in Köln. Und es ist ein Fakt, dass Noah zum Beispiel diese YouTube-Bubble überhaupt nicht fühlt, ob es die Leute sind, ob es da, was da passiert drin ist, fühlt er gar nicht. Und das ist genau meins. Also ich liebe es einfach. Die Leute sind eigentlich ganz cool, die haben Ideen, die wollen Sachen umsetzen. Das fühle ich zum Beispiel. Und genau ist es andersrum der Punkt, dass ich diese Reality-TV-Bubble einfach überhaupt nicht fühle. Ich mag das, also ich mag es einfach nicht, wie Leute manchmal agieren, wie die miteinander sprechen, wie die Sachen aufziehen, wie das dann passiert. So, ne, kann man ja mal ein Beispiel sagen, wenn Leute aus dem Dschungelcamp kommen und auf einmal sind sie zusammen und vielleicht sind sie gar nicht zusammen und so. Das sind halt so Dinge, das ist, ich weiß nicht, das macht, also ich fühle es einfach nicht. So ist ein Fakt. Und ich glaube, und das haben wir jetzt halt sehr gelernt, zum Beispiel, du warst bei Karneval auf der Bildtribüne und es war für ihn unfassbar wichtig. Es war unfassbar wichtig, dass er da hingeht, weil da genau die Leute waren, die da vor Ort waren und Kamerateams da waren. Aber ich weiß ganz genau, ich will da nicht hin und ich will erst recht nicht von dieser Kamera da gesehen werden und ich möchte erst recht nicht mit diesen Leuten, manche sind auch cool, finde ich auch okay, aber mit manchen will ich gar nicht einfach verkehren. Ich will einfach, ist auch nicht böse gemeint, aber einfach keinen Kontakt haben. Weil die auch einfach schlimm sind. Es gibt auch einfach auch richtig eklige Leute. Es gibt einfach räudige Menschen in diesem Business, aber die hast du auch überall. Also von daher ist das ja eigentlich auch zweitrangig. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, vor einem Jahr wäre ich bestimmt mit auf die Bildbühne gegangen oder im schlimmsten Fall wäre Noah da gar nicht hingegangen und wäre mit mir woanders hingegangen. Und das ist jetzt gerade der Punkt, den wir gemerkt haben, ey, wir können ja immer noch beste Freunde sein, das ist ja keine Frage. Aber wir müssen mal gucken, dass wir jetzt wieder das machen, was wir machen wollen. So, weil wir haben uns so ein bisschen darin verloren, immer darauf zu gucken, was der andere macht. Und vielleicht wäre es irgendwann passiert, dass der eine dann das von dem anderen gemacht hätte, weil er einfach nur hinterher geguckt hat. Ja. Ne? So, also man kann es ja mal sagen, vielleicht, wir hatten mal eine Idee von einem Creator-House und vielleicht würdest du jetzt die Entscheidung bereuen, wenn du mit ins Creator-House eingezogen wärst, weil es ja eigentlich gar nicht dein Ding ist, so, weißt du? Und genau andersrum, was wäre denn passiert, wenn ich jetzt auf einmal doch irgendwann gesagt hätte, ey, ich gehe doch auch ins Reality-TV. Dann hätte ich eine Show gemacht und hätte es dann wahrscheinlich irgendwann so bereut, weil ich bei dir gesehen habe, ja klar, klappt, bringt Geld, bringt irgendwie Fame und sowas alles, mache ich halt. So, weißt du, aber am Ende des Tages muss man echt, und das ist, glaube ich, die Message, die wir jetzt damit rausgeben wollen, Leute, guckt darauf, was ihr selber wirklich wollt. Und da geht es nicht darum, dass der andere von uns beiden immer da sitzt und sagt, mach das, was ich mache. Das ist unterbewusst. Das haben wir nie, genau. Niemals, das muss man auch so sagen, haben wir nie gesagt. Wir haben nie gesagt so, du gehst da jetzt nicht hin oder das machst du jetzt nicht. Und du gehst auch jetzt nicht da hin, weil das ist voll cringe. Das haben wir nie gemacht. Das war immer nur, weil man es dem anderen recht machen will. Also das war unterbewusst, weil ich bin zum Beispiel mit so Jerry irgendwelche YouTube-Veranstaltungen hingefahren, wo ich dann auch gegangen bin, weil ich Migräne hatte. Und ich so, Jerry, bitte bleib hier. Und dann ist Jerry trotzdem mitgefahren, weißt du, obwohl ich dachte, was auch dann nochmal ein anderes Papier ist, krank und so. Ah, stimmt, ich weiß, was du meinst. Aber das war was anderes. Natürlich, das war unfassbar wichtig für mich. Es war wirklich wichtig für mich. Ich hätte vielleicht Leute kennengelernt, die ich jetzt noch nicht kenne und noch nicht habe, aber ich lasse ihn ja nicht mit einer Migräne alleine nach Hause fahren. Aber das sind so Sachen, was für mich auch Freundschaft ausmacht, weißt du? Das ist so ein Ding, man kümmert sich umeinander, man ist füreinander da und man geht Kompromisse ein, aber in einem gesunden Maße einfach jetzt, dass man einfach nur für jeder, privat ist privat, aber was unseren Job angeht, einfach, dass wir da einfach nur ein bisschen mehr auf uns selber schauen und einfach dann auch die Dinge machen, die uns selber voranbringen und uns nicht selber Steine in den Weg legen, nur um uns das beiden irgendwie so angenehm wie möglich zu machen. Ja. So ist es ja, weil wir es versuchen, wir kauen den Brei so lange vor, bis wir für uns beide so sehen, okay, jetzt können wir beide essen. Ja, aber im schlimmsten Fall, wenn sowas so weitergeht, ich glaube mal, wenn sowas ungesund ist, im schlimmsten Fall erreichen beide nicht das, was sie erreichen wollen. Und dann vielleicht geht die Freundschaft kaputt. Und vielleicht auch das dann irgendwann, weil natürlich beide so unzufrieden mit sich selber sind, dass sie dann sagen, ey, du tust mir nicht gut oder was weiß ich, aber das ist dann irgendwann vielleicht viel zu spät. Ja. Guck mal, was ist denn, wenn sich irgendeiner von den anderen dann so wenn du hast mich jetzt so mit Reality TV angesteckt, dass ich dann irgendwann sage, so, ich weiß gar nicht mal, was ich selber will. Und dann bist du ja irgendwann an dem Punkt, wo du dir denkst, so, ja, was will man selber? Ja. So, und ich glaube, dass dieser Monat sehr gut war für beide, zu wissen, was will man eigentlich, wo will man wieder hin, wo führt die Bahn hin und so, ne? Ja. Also ich liebe auch, wie gesagt, diesen Podcast und auch die Talks und die haben wir auch privat, ne? Ist jetzt nicht so, dass wir immer ein bisschen Podcast warten, 5 Monate. Privat nicht darüber reden.
Aber ich mag das einfach, weil ich glaube, dass wir vielen damit helfen können. Ich glaube auch, weil viele Leute das, glaube ich, anderen versuchen einfach nur recht zu machen und einfach so, das ist einfach so versuchen, den geringsten, Weg des Widerstandes zu gehen. Ja. Was ja auch schön ist einfach, weil man das ja einfach zeigt, dass man die andere Person wertschätzt und gerne hat im Leben, dass man für die das tut, aber ich glaube, dafür ist es ganz gut hier, dass wir einfach zu den Leuten zeigen, so, hey, Schatz, ja, das ist auch alles schön und das ist auch alles toll und das ist auch alles wichtig für eine Freundschaft, aber du hast einen Traum, du hast ein eigenes Leben. Wenn es hart auf hart kommt, bist du ganz alleine hier. Das ist wirklich so. Es kann ja auch Sachen geben, wo wir, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich gehe mit YouTube oder Schauspiel auf einmal 6 Monate weg, ja, weißt du? Dann würde ich sterben wahrscheinlich jetzt. Also jetzt gerade würde ich sterben, aber ich würde hinterherfliegen. Irgendwann, hi. So, weißt du, das ist ja so. Ja, und ich glaube, dass wir vor einem Jahr wären wir niemals so weit gewesen. Nee. So, das wäre dann würden wir an einem Punkt stehen und dann vielleicht, also ich glaube, wir hätten es trotzdem entschieden, aber vielleicht zieht man dann den Punkt mit rein und sagt so, was mit dem anderen? Was ist mit Noah? Was mache ich jetzt mit Noah? So, lass ich ihn jetzt hier? Soll ich ihn 6 Monate alleine in Köln lassen? So, deswegen ist es wichtig, und das haben wir auch vernachlässigt, bin ich auch ehrlich, beziehungsweise ich habe das extrem vernachlässigt. Ich hatte irgendwann in Köln zum Schluss nur noch Noah. Also ich habe auch andere Leute, mit denen ich wirklich cool bin, aber ich selber habe mich nicht mehr bei denen gemeldet. Ich habe keinen Kontakt mehr mit denen gehabt, weil mir ging es nicht gut und ich konnte auch nicht mit so vielen und ich konnte nur Noah da haben und auch Olli dann zu dem Zeitpunkt, wo Olli dann dazugekommen ist. Aber es ging nicht mehr darüber hinaus. Ich wollte einfach nicht. Und jetzt in dem Monat, wo Noah weg war, ist jetzt natürlich, jetzt kommen viele und sagen so, boah, ja, jetzt, wo der eine weg ist, ist wie mit einer Beziehung. Aber das geht gar nicht darum. Ich habe mich dann wieder entfacht und ich habe gesagt, hey, was machst du? Hey, lass mal was machen. Und es ist auch echt wichtig, dass man mal alleine wieder was mit dem macht und nicht immer zusammen mit der Person was macht. So, und das haben wir einfach gelernt und ich finde es echt richtig schön. Ich finde es auch wirklich schön. Wirklich richtig schön. Weil man merkt einfach, dass es ist anders noch dieses, wenn du mir sagst, ich habe mit dem und dem telefoniert, ich sag dann nichts und denke so, ach, schön. Weil ich dann denke so, er hat von sich aus angerufen, weißt du, normalerweise, ich bin aber auch, muss man auch zu mir sagen, ich telefoniere mit Gott in der Welt, weil ich mag das einfach und manchmal, die Leute rufen mich einfach an und haben Probleme und dann telefoniere ich einfach, manchmal brauchen die einfach nur ein Ohr und ich höre einfach gerne zu und weil ich einfach ein guter Zuhörer bin, würde ich von mir selber sagen, und einfach gerne Menschen versuche dann irgendwie zu helfen, vor allem wenn es meine Freunde sind, deswegen bin ich immerjenige, der immer am meisten Kontakt mit diesen Leuten hat, die einfach so, auch wenn es nur so Zeitcharaktere in unserem Leben so irgendwie ein bisschen sind, finde ich. Sag einfach gar nichts dazu. Aber ich finde es schön, wenn ich das höre von Jerry zum Beispiel, dass er sagt, so, ja, ich hab die angerufen, ich hab mit der was gemacht und es ist einfach nur so, ah, schön, er hat den Kontakt selber wieder entfacht von alleine. Und das, ja, und da bin ich auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone wieder rausgekommen. Ich war ja extrem weg. Ja. Ich war ja extrem weg. Ganz raus. Und deswegen ist das, ich glaube, was wir euch einfach sagen wollen, ist, Leute, traut euch einfach mal wieder, euer eigenes Leben in die Hand zu nehmen und guckt wirklich darauf, was willst du selber? Was willst du selber erreichen? Wo willst du selber hin? Und wenn es geht ja hier nicht immer nur um Schauspiel und Reality-TV und Fernsehen. Es geht auch darum, was will ich studieren? Welche Schule will ich machen? Will ich zum Reiten, will ich nicht zum Reiten? Gehe ich nur zum Reiten, weil meine beste Freundin Reiten macht? Gehe ich nur zum Fußball, weil mein bester Freund zum Fußball geht? Aber eigentlich würde ich viel lieber zum Schwimmen gehen. Es sind wirklich die Dinge, die so klein sind, aber die echt viel entscheiden können, wie glücklich du selbst bist. Ich habe letztens so einen richtig schönen Spruch gelesen. Immer jede Folge habe ich das. Ich muss es immer einmal sagen. Da war so ein Interview mit so einer Frau und sie meinte so, dass wir Menschen ganz oft so sind, dass wir Dinge erleben und uns fragen, ach scheiße, was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel den anderen Job genommen hätte? Da wäre bestimmt viel, viel besser gewesen. Du weißt es gar nicht. Nee. Du weißt es gar nicht. Du bist gerade unzufrieden mit deinem Job, wo du jetzt gerade bist. Du hast die Erfahrung in diesem Job zum Beispiel gemacht und du hast das Angebot B zum Beispiel nie wahrgenommen. Du weißt nicht, vielleicht wäre das Angebot B noch viel, viel schlimmer gewesen. Und deswegen ist auch so ein Ding, was ich nun mal nochmal sagen möchte, ist dieses, bereut nichts und sagt nicht, ach scheiße, dass ich das gemacht habe. Und bereut keine Entscheidung, weil alles, jede Entscheidung macht, ist wie so ein Domino-Effekt. Diese Entscheidung löst was aus und hättest du das andere gemacht, wäre das in die andere Richtung gegangen, weißt du? Und es wäre, und am Ende, sage ich mal, trotzdem trifft alles wieder zum selben Ziel, weil was passieren soll, wird irgendwann immer wieder zusammenfinden, egal wie oft du nein und sagst und bla bla bla. Wenn das für dich so sein soll, dann wirst du irgendwann auf diesen Punkt zurück, auf dem dein Leben kommen und das wird auch so passieren. Halt mit Umwegen, ne? Deswegen haben wir uns auch kennengelernt. Auch erst ein bisschen später, aber, weil ich glaube, mit 16 hätten wir uns wahrscheinlich auch einfach nur die Köpfe eingeschlagen vielleicht. Ja, ich glaube, da wären wir zu kontrovers gewesen. Kontrovers. Ja. Ja. Weil du hast Fußball gespielt, du warst im Zocken und hast so dein Ding gemacht und ich war halt, ja, Slimes am Machen und, ja, das ist ja auch, wie gesagt, nichts Schlimmes, aber kurz noch, vielleicht der Punkt, was du meintest, das hatte ich ja in meinem Leben mit dem Bereuen oder Nicht-Bereuen. Ich war damals Fußballtrainer, habe auf der Sportschule Fußball gemacht und ich stand wirklich an dem Punkt, entscheide ich mich jetzt,
in diese künstlerische Social-Media-Welt und mach das und Schauspiel oder gehe ich den Fußballweg, bleib auf der Sportschule und mach Fußball jeden Tag, war Fußballtrainer, werd Deutschlehrer und vielleicht, also ich sag dir ehrlich, du kennst mich ja, ich bin so ein bissiger Typ und ich bin mir sicher, ich hätte im Fußball, hätte ich was erreicht. Als Spieler? Ja, ja, bin ich mir sicher. 100%. Und ich weiß ja bis heute nicht, wäre ich jetzt in der Bundesliga? Oder wäre ich jetzt in der Bundesliga Torwart? Ist vielleicht, vielleicht. Und vielleicht würde ich jetzt gerade schon viel mehr Geld verdienen als jetzt gerade. Es kann möglich sein. Es kann aber auch genau andersrum sein. Es kann auch genauso sein, dass ich nie was erreicht hätte. Also nie was erreicht ist ja auch immer, ne? Definitionssache, ja. Definitionssache. Aber dass ich einfach in der Kreisliga zu Ende gespielt hätte, Lehrer geworden wäre und vielleicht dann da unglücklich geworden wäre. Und deswegen, ich liebe meine Entscheidung, weil ich auch immer noch unterbewusst so ein kleines Gefühl habe, so, vielleicht wäre ich jetzt auch Fußballprofi und ich denke mir das einfach. Ich denke mir einfach, ja, ich wäre jetzt irgendwo Fußballprofi in der Bundesliga. Aber ich bin jetzt hier auch gerade in meinem Leben auch in der Bundesliga und mache halt das jetzt, aber das ist auch für mich Bundesliga. Versteht ihr, was ich meine? Also ihr müsst einfach gucken, dass ihr die Sachen, und das fand ich richtig schön, hast du schön gesagt, nicht bereut. Bereut gar nichts. Nix. Gar nichts. Ja. Alles hat einen Sinn, auch wenn wir den manchmal nicht verstehen. Wir Menschen sind immer so, wollen immer alles wissen und alles direkt verstehen. Oder die Hintergründe verstehen, warum etwas so passiert, wie es passiert. Und manchmal sind das die Dinge, die man selber gar nicht ändern kann oder selber gar nicht in der Hand hat. Aber das Ding ist, dass du, wenn du etwas bereust, wenn du es nicht bereust, den Sinn, der sich irgendwann später offenbart. Und das manchmal auch erst in 5 Jahren. Das, so denke ich manchmal, okay, nur, ich hatte das einen Grund, warum ich auf der Schule war und nicht auf einer anderen. Und warum hatte ich die Freunde und habe jetzt diese anderen Freunde auf einmal, weißt du? Das hat alles für mich einen Grund. Und diese Menschen führen dich ein Stück weit, wie wir mit der Zugfahrt immer sagen, und bringen dich zu dem Punkt, wo du gerade hingehörst. Und wenn der Punkt vorbei ist für die und für dich, dann geht es halt zum nächsten Punkt. Und vielleicht leben wir bald nicht mehr in einem Haus. Beide, vielleicht lebt einer in Amerika und einer in Spanien. Bald einer. Das wird auch hart für uns. Ich werde dann nicht lang heulen. Trotz und Wasser heulen. Mich mit Wein bekippen. Das ja. Ich weiß es ja, ich kenne mich ja. Aber am Ende des Tages ist es für die Person selbst das Beste. Ja. Und das ist so, ich weiß noch ganz genau, schöne Grüße gehen raus an Anna Bogomolov. Von Köln 567 hat damals die Dasha gespielt. Was ob es 10 Jahre her wäre. Aber wirklich, da muss ich ehrlich sagen, den Satz hat sie zu mir gesagt. Sie meinte zu mir, ich weiß nicht mehr genau, es hat mal irgendein Poet gesagt oder so, aber ich krieg's nicht genau so zusammen. Sie meinte mal zu mir, und ich glaube, das ist cool, ein cooler Abschluss, alle positiven Entscheidungen im Leben ziehen immer etwas Negatives mit sich. Und ich sehe das persönlich auch so, aber es ist auch wieder Definitionssache, was denn das Negative ist. Ich habe mich entschieden, nach Köln zu gehen für diese Serie und meinen Lebenstraum zu leben. Auf Negative der anderen Seite habe ich meine ganzen Freunde und Familie einfach so in Berlin gelassen. Und das ist so das, was ich meine. Es wird immer kleine Sachen geben oder auch größere, die dich darüber nachdenken lassen, ob du es machst oder nicht. Und ich schwöre euch, macht's immer. Am Ende des Tages werdet ihr es nicht bereuen. Ist einfach so. Es wird harte Zeiten geben. Ich habe auch viel geweint zum Anfang in der Meister Gerhard. Oh Gott, das müssen wir piepen. In der Carsten-Wohnung von Köln. Also. Das ist halt einfach so. Und trefft die Entscheidungen richtig und dann werdet ihr sehr lebensfroh sein. So wie wir. Ihr immer denkt. Ja, wir sind auch nicht immer so wie Sonnenschein. Oh Mann, ich wusste, dass das auch wieder so tief wird. Ich mag das, aber ich finde das immer schön, wenn man das so reflektiert. Weil du denkst halt automatisch immer selber drüber nach, was man alles so macht und was man selber erreicht hat, was man so. Ja, wir haben es gesehen. Wir sind vorbei, Leute. Wir müssen jetzt aufhören. Du vergisst es manchmal einfach selber, finde ich, was du erreicht hast und wie weit du schon eigentlich in dein Leben gekommen bist. Und wir saßen gestern beim Essen, noch abschließend, und wir haben einfach so gegessen und haben so eine Flasche Wein getrunken. Zwei Flaschen Wein haben wir getrunken. Ich saß da gestern einfach in meinem Jeans-Outfit von Kopf bis Fuß. Ich habe gestern gesagt, ich fühle mich mal ein bisschen wie Rihanna einfach, die so in ihrem Leben was geschafft hat, einfach abends mit ihren besten Freunden, die sie am Herzen hat, was trinken geht und einfach einen richtig schönen Tag. Ich hatte so gute Laune gestern Abend, weil du dann einfach denkst, ich kann das einfach gerade hier machen, weil wir diese Arbeit machen, die wir machen und die wir halt gut machen einfach. Und das macht mich irgendwie mein kleines Herzen stolz. Ich glaube, dass der kleine Noah sich hier drin immer freut, wenn solche Dinge passieren, weil der manchmal ein bisschen zu kurz kommt tatsächlich. Aber das ist auch meine Aufgabe, dieses Jahr ein bisschen mehr auf den Kleinen hier zu hören. Und freut euch auf die Zeit, freut euch auf die kommende Zeit, freut euch auf neue, natürlich auch weitere Staffeln, Chaos für Anfänger. Mhm. Freut euch auf viele bunte, lustige TV-Shows von Noah. Freut euch auf viele coole Sachen bei mir auf YouTube. Und im Fernsehen und auf der Kinoleinwand. Und Leute. Im Fernsehen und auch auf der Kinoleinwand. Wir werden das sehen. Leute, es wird eine wilde Zeit und wir spüren es beide. Und deswegen war auch dieses Jahr der Anfang genauso, wie er kommen sollte.
Es war ein Schlag für uns beide auf den Hinterkopf, bin ich ganz ehrlich, aber ein massiver. Kurz Schädel-Hirn-Trauma gehabt. Aber er war wichtig. Und wir sitzen immer noch hier und wir lieben uns trotzdem, obwohl diese Sachen passiert sind. Und das ist, glaube ich, das, was wir sagen wollen. Verstehst du? Das gehört dazu. Es gehört einfach dazu. Leben sind up und down. Und okay, wir fahren einfach manchmal dazwischen, hoch und runter. Und manchmal unsere Achterbahn ist abgestürzt und wieder hochgefahren. Ja, manchmal fahren wir auch mit dem Auto, manchmal müssen wir mit dem Tandem fahren. Manchmal klettern wir. Glaubt ihr, ich hasse Klettern. Ich hasse es zu klettern. Aber wir machen es, weil was sollen wir sonst tun? Manchmal fahren wir in die Limousine und irgendwann ist es aber auch wieder nur das Dreirad. Genau. So ist es halt im Leben. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich liebe es. Ich liebe es sehr. Mach du doch. Mach zu Ende. Komm, mach zu Ende. Okay. Ich mache jetzt Ende, Leute. Vergesst natürlich nicht, überall, wo es zu abonnieren geht, uns natürlich zu abonnieren, hier bei Spotify uns die 5 Sterne zu geben und vor allem auch mal bei uns privat vorbeizuschauen, weil damit ihr sehen, was bei uns so abgeht, wenn hier mal ein Kinofilm rauskommt, Richtig. Wenn hier mal irgendwie ein neues YouTube-Video abkommt. Oder wenn er irgendwo an einem Strand rumtanzt. Ja, oder irgendwelchen Schleim bewerfen lasse, weil das ist das, was ich gerne mache. Schaut einfach auch gerne bei uns privat vorbei, ist alles unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn es bald wieder heißt. Chaos für Anfänger. Denkt an eure Ziele. Verfolgt das, was ihr liebt. Chaos für Anfänger. Lebe, liebe, lache. YOLO. Jetzt mal ehrlich. Ciao, die Manege schließt sich. Okay. Tschüss. Tschüss, Leute. Wir lieben euch. Ciao. Liebe dich auch nur. Ich mehr. Ach, jetzt ich muss jetzt weg. Tschüss. Ein riesengroßes Dankeschön geht raus an unsere Partner Bruno Banani, Pizza Hut und Uniqlo. Denn ohne euch wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Kuss.